In 2 Tagen startet Fortnite Chapter 5 Season 2 und wir haben jetzt schon übertrieben krasse Infos zu dieser Season. Und ich zeige euch jetzt alles, was wir schon wissen, also hört mir gut zu. Erstmal haben wir 3 offizielle Teaser von Fortnite bekommen, und zwar diese 3 hier. Und auf diesen 3 Teasern sieht man 3 griechische Götter. Nämlich einmal Zeus, dann Aphrodite und Hades. Das heißt, diese Skins sind schon mal safe dabei. Dann bekommen wir in der neuen Season auch schon mal safe eine komplett neue Tag Shotgun. Zu der Shotgun weiß man noch nicht so viel, aber die macht auf jeden Fall 97er Body Damage und 145er Headshot Damage in der goldenen Variante. Und das Ganze ist halt eine Tag, das heißt, das wird so ähnlich wie diese alte Tag, die wir hatten. Dann wird es auch noch in der nächsten Season 10 neue Möglichkeiten geben, die Waffen zu modifizieren. Beispielsweise solche Modifikationen wie, dass die Waffe mehr Headshot-Schaden macht oder dass man schneller mit der Waffe schießen kann. Und es wurde auch bereits bestätigt, dass es eine neue Movement-Möglichkeit geben wird. Was genau das sein wird, weiß man noch nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass es Wallrunning wird oder es kann auch sein, dass man irgendwie fliegen kann oder sowas. Aber auf jeden Fall wird es da was Neues im Movement geben. Und es wird sehr wahrscheinlich wieder Bösse geben, so wie in dieser Season der Peter Griffin-Bot, nur halt mit den griechischen Göttern. Diese Bösse werden dann wahrscheinlich auch wieder mythische Items haben, die man mitnehmen kann.